in meinem kleinen Vlogmas Adventskalender. Heute ist der 3. Advent, es ist Sonntag und demzufolge nicht wirklich viel los bei mir. Ich habe mich entschieden, trotzdem einen Vlog zu machen. Einfach weil ich konnte gestern Abend die Kamera nicht auslassen, habe nur einen kurzen Beitrag gefilmt, was jetzt kommt. Wir haben gerade festgestellt, dass wir heute Abend, am Samstagabend, sehr gesund den Abend verbringen. Wir haben sehr gesund Abendbrot gegessen, aber ja, das ist von den Cupcakes bis jetzt übrig geblieben. Wir haben uns eingeteilt, also wir, die größeren Leute, die kleinen haben jeder eingegessen. Dann haben wir hier noch, das habe ich ganz vergessen, Croissant übrig. Und Rockstar. Allerdings, das Zeug ist Rockstar Sugar-Free und Zero Sugar, Zero Carbs, null Kalorien. Ist das nicht prickelnd? Genau, das kommt jetzt total aus dem Ding jetzt raus, macht aber nichts. Das werden wir uns jetzt mal... Oh, und irgendwo ist eine Flasche Wein, aber die ist bestimmt schon auf dem Tisch. Genau, so sah es gestern Abend mal aus. Cupcakes sind alle. Rockstar ist auch alle. Flasche Wein ist nicht komplett alle. Es war auch eine 1,5 Liter Flasche. Demzufolge haben wir keine Kopfschmerzen, not hangover or anything. Und das ist schon mal, ganz gut. Heute gibt es nur einfach, werde ich ein bisschen Advent machen. Wir werden heute Nachmittag noch, beziehungsweise heute Abend natürlich, wenn die Lichter draußen an sind, unsere Candy Cane Lane Tour machen. Und da werde ich die Kamera mitnehmen. Das werde ich für euch ein bisschen filmen und hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß daran. Es ist einfach so ein bisschen Festbeleuchtung und passt halt heute ganz gut. Und ja, das sind hier so Straßen, die wirklich wahnsinnig geschmückt sind. Also so wahnsinnig, wahnsinnig geschmückt sind, wo die Leute irgendwie alle miteinander arbeiten und die geilsten Dekorationen rausbringen, die man je gesehen hat. Also ich finde es ziemlich cool. Und ja, das werde ich heute noch machen. Jetzt bin ich momentan dabei, mich zuschminken bzw. ein bisschen fertig zu machen. Ja, ich weiß, es ist Sonntag und normalerweise würde ich es auch nicht machen, aber ich möchte für euch nicht komplett aussehen. Deswegen, ja, habe ich mir ein bisschen was ins Gesicht geschminkt, geklatscht und Haare waschen ist heute nicht. Es ist, ja, wie gesagt, Sonntag. Ich habe jetzt gerade die Bare Minerals Foundation drauf gemacht und irgendwie gefällt die mir nicht so wirklich richtig hundertprozentig, weil irgendwie sieht das nicht wirklich... Also auf der einen Seite sieht es zu dunkel aus und auf der anderen Seite nicht richtig wirklich geschminkt, also foundationmäßig. Und ja, jetzt werde ich die Laura Mercier mir noch ausprobieren und ja, ein bisschen Bronzer mit Fresse hauen. Und ja, die Haare wenigstens irgendwas muss ich damit machen. Keine Ahnung, ein bisschen aufpuffen oder sowas, ja. Und dann zeige ich euch, was ich im Adventskalender hatte die letzten Tage. Und ja. Ich bin jetzt fertig geschminkt, wie ihr seht, hoffe ich zumindest. Ich habe Trockenshampoo in meinen Haaren benutzt und zwar von Oribe, whatever. Und bin gerade ganz froh, dass es nicht komplett wieder zusammengefallen ist, weil normalerweise Trockenshampoo bei mir gar nicht funktioniert. Aber ich habe mich gerade entschieden, euch die Dinge aus meinem Adventskalender auf dem Weg zu zeigen, weil das Licht heute schon wieder so ein bisschen kacke ist und irgendwie dadurch, dass ich nur mein Phone habe zum Drehen bzw. zum Aufnehmen, ja, mache ich es jetzt lieber so, weil ansonsten irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht überhaupt nichts. Und ja, fangen wir ganz schnell an. Ich habe mir die Sachen mal ganz schnell hier noch rübergepackt. Ich gebe sie euch jetzt nicht in exakt der Order, wie ich es bekommen habe, weil... weiß ich nämlich nicht mehr. Also das letzte weiß ich, was ich heute drin hatte. Und ich glaube, was ich gestern drin hatte, weiß ich auch noch. Ja, was ich gestern drin hatte, weiß ich auch. Aber das war's auch schon. Und zwar fangen wir einfach mal an, was ich heute... Heute hatte ich das hier drin von Philosophy Amazing Grace Shower Gel. Und davon bin ich jetzt wenig begeistert. Ich glaube, das ist das einzige Ding, was ich persönlich jetzt nicht so geil finde. Weil ich den Geruch einfach nicht mag. Aber das ist eine 30 ml Flasche und ich denke, bei meiner Tochter oder sowas kann ich das benutzen. Dann ist nicht schlimm, weil die creme ich dann eh ein und dann riecht man es nicht. Dann gestern hatte ich drin von L'Occitane so eine kleine Handcreme. Und zwar ist das die ganz normale mit Shea Butter. 20%, 10 ml und die steht an meinem Schreibtisch. Sehr praktisch. Dann hatte ich drin, ich glaube, was kam denn zuerst? Oh, das, ja, genau. Das kam vorgestern, genau. Und zwar von Peter Thomas Roth, das Anti-Aging Glancing Gel. Und
Das liebe ich sehr, weil das hat Salicylic Acid drin und Glycolic Acid und es ist ganz gut für meine Haut, weil ich weiß es nicht exakt genau, was es ist, aber die actet mal wieder. Die hat mal wieder keinen so richtigen Bock auf mich. Dann den Tag vorher, meine ich zumindest, hatte ich von Strivectin das SD Advanced Intensive Concentrate for Wrinkles and Stretch Marks with Collagen CE Wrinkle Repair Complex, whatever that means. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist das eine Creme und ich benutze für den Hals und für den Hals und Dekolleté, genau, in der Richtung. Und ich hatte die, glaube ich, schon mal vorher als Probe, ich finde die gar nicht schlecht. Dann hatten wir drin, ich glaube, das war der Tag da, nee, der so, genau, der Tag davor war von Alterna das Curio CC Cream 10-in-1 Complete Correction Leave-In Conditioner, nee, Hair Perfector. Und das habe ich jetzt zweimal in meine Haare gemacht. Ich glaube, ich hatte da auch kurz drüber geredet, weiß ich aber nicht mehr genau. Und das soll im Prinzip ja alles Mögliche geben. Also quasi alles. Alterna finde ich cool, dass die Sachen gut riechen. Und ich bin ganz froh, dass eine Haarsache drin gewesen ist. Dann habe ich gekriegt von, oder war in meinem, ich habe es nicht gekriegt, es war in meinem Kalender. Von Philosophy Purity Made Simple. Das ist ein Cleanser. Auch den finde ich richtig gut, weil der ist ziemlich sanft zur Haut und ja, glänzt halt sehr, sehr gut. Dann gekriegt von Kate Somerville das Exfoliate, was ich sehr, sehr liebe. Das ist ein sehr, sehr guter Scrub fürs Gesicht. Und im Prinzip trägt man den auf die feuchte Haut auf und lässt ihn 2 Minuten drauf. Bei manchen brennt er und bei manchen nicht. Ich mag ihn ganz gern und ja, scrubbt halt wirklich so. Das, was weggescrubbt werden soll, auch weg. Dann hatte ich drin von Murad das Rapid Age Spot and Pigment Lightening Serum. Habe ich bis jetzt noch nicht benutzt. Keine Ahnung, wohin oder was auch immer man damit machen soll. Ist eine sehr, sehr kleine Größe. Sind 7,5 Milliliter. Und ich werde es ausprobieren. Vielleicht berichte ich drüber, vielleicht auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich dran denke. Und von Perricone MD die Photoplasma Tagescreme und davon habe ich schon eine andere Größe, also exakt die gleiche Größe, die hatte ich mir bei Sephora gekauft. Und jetzt habe ich 30 ml und ist eigentlich die Originalgröße, glaube ich, oder fast zumindest. Und ich mag das Zeug sehr, sehr gern, weil das gleichzeitig auch ein Sunscreen ist. Ja? Das war in meinem Adventskalender so far und ich habe jetzt, meine Uhr krabbelt, und ich habe jetzt noch 10 Fensterchen zu öffnen und ich glaube, es sind noch ganz coole Sachen drin. Es ist auf jeden Fall noch eine Creme von Alchemist drin und ich glaube, es ist der letzte Tag und auf die bin ich super gespannt, weil die wollte ich schon immer mal ausprobieren und das Zeug ist schweineteuer und ja, werden wir sehen. Und dann sind noch irgendwelche, hier, ich glaube, es ist auch noch irgendwie, ja, die von It Cosmetics, die Hello Lashes Mascara habe ich noch gekriegt und die finde ich auch ziemlich cool. Ansonsten bin ich zufrieden mit meinem Kalender. Jo. Und jetzt werde ich abschalten, weil jetzt habe ich mich ziemlich viel gebabbelt. Genau. Wir sehen uns später. Das passiert gerade bei uns. Kaffee trinken. Kakao. Nee, muss ja nicht. Wir sind jetzt bei unserem Abendspaziergang durch die extremst beleuchteten Straßen. Ich werde ein paar kleine Clips noch mit reinnehmen und euch so ein bisschen kurzen Eindruck geben, wie es hier so aussieht, ne? Und ja, damit ist dann unser Sonntag auch, glaube ich, soweit ganz gut gelaufen. Es ist jetzt 6:30, nee, schon nach 6:30 oder sowas. Und ja, damit werde ich mich dann für heute verabschieden. Gebt dem Video Thumbs up, wenn ihr es gut findet. Subscribe nicht vergessen, wer noch nicht hat. Und für alle anderen Videos wie üblich unten einfach die Infobox aufmachen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye.